So, da sind wir wieder. Und zwar sehen wir hier den wunderschönen Pausebildschirm. Gemacht von Danny und Kati, beziehungsweise Ichigo Ice Cream und Alice 33. Vielen Dank nochmal. Nicht Danny, sondern Danny. Danny. Okay, Danny. Tut mir leid, wenn ich das sehe, denke ich immer sofort an die amerikanische Aussprache, obwohl ich das eigentlich auch hasse. Gerade sowas wie bei Patrick. Oder dergleichen. Ich hasse es. Michael zu Michael. Der Heute. sieht echt geil aus. Ich habe ja nur die kleine Vorschau gesehen. Wo sieht es richtig klasse aus? Grandios. Wird auf jeden Fall genommen. Oh, auf jeden Fall. Muss sein. Vielen Dank nochmal. Das wird auch noch irgendwie andersweitig erwähnt werden. Dementsprechend, ja. Wobei ich ja auch sagen muss, bei Ichigo hätte ich auch noch dran gedacht, da hatte sie nur wahrscheinlich kein Bild von, dass dann Jester irgendwo im Hintergrund so unterm Baum herschaut oder so. So, was neu gibt, es gibt zwei neue Befehle für euch. Einmal Pause, damit ihr rausseht, von wem ist denn überhaupt dieses Bild. Ich hoffe, ich habe auch nirgendwo einen Rechtschreibfehler reingebracht. Müsste stimmen. Und neu ist natürlich auch der Befehl Musik. Ich glaube, klein oder groß geschrieben. Um rauszufinden, von Nee, wahrscheinlich mit groß C war geschrieben. das doch, oder nicht? Nee, ich habe es ge. Ändert, glaube ich. Tja, Fail auf jeden Fall, wie immer. Gut, wir müssen aber ganz kurz gucken, was ich eigentlich wirklich gemacht habe. Ich bin vorbereitet. Alles cool. Es läuft einwandfrei. Nee, war es auch nicht mehr. Nee, es Doch, war mit ist wohl C. noch mit C. Ja, ist mit C. Du hast recht. Dann stimmt das aber hier beim Panel nicht. Dann muss das hier nochmal angepasst werden. Weil, wenn die Chatbefehle da falsch stehen, ist alles kaputt. So. Ich müsste da eigentlich. Ach, der Link ist schon drin. Stimmt. Perfekt, dann läuft das jetzt auch. So. Wir machen das hier wieder weg. Die Pause ist zu Ende. Ich würde sagen, wir machen noch eins, zwei Spielchen, sofern du noch fit bist, Garg. Und sofern ihr noch fit seid. Wie gesagt, dir nochmal eine wunderschöne gute Nacht. Aber nach meiner Anzeige ist eigentlich nur noch Ichigo da. Echt? Ja, laut meiner schon. Ist Baxter auch weg? Dann dir auch noch nachträglich eine wunderschöne gute Nacht. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Partie, oder? Ja, vielleicht kommen sie ja noch wieder. Ja, eine Partie auf jeden Fall noch. Nur mal eine schnelle hier, eine Custom, weil das wird dann auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ende sein. Wir nehmen nochmal Garg aus. Ich schicke einfach mal eine Einladung an N-Ninja. Mal gucken. Nee, er ist offline. Wird nichts. Dadurch wird nämlich dieser wunderschöne Pausescreen auch bei YouTube zu sehen sein. Wenn ihr YouTube-Kanäle habt, könnt ihr gerne mal mir die irgendwie über den Garg zukommen lassen. Dann werden die unten eingetragen natürlich. Ansonsten eure Namen Danny und Kati oder Ichigo Ice Cream und Alice 33. Je nachdem, was euch lieber ist. Gebt einfach Bescheid. Wir starten. TDS ist der Host. Mal gucken, was das wird. Ich gönne mir noch mal einen schönen Schluck meiner Milch. Ja, ich auch. Wird der letzte sein, weil danach müsste ich irgendwann doch mal ins Bett. Es ist halt schon wieder 5:30 am Morgen. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich musste vorhin eben schnell mich muten und den Wecker ausschalten. Weil ich will ja dann auch noch die Sachen von heute einigermaßen bearbeiten, damit sie in den nächsten Tagen direkt online sind. Muss heute Abend ja auch wieder fit sein. Das sowieso. Heute Abend stehen wieder ein paar Stunden an. Naja. War das noch? 5 Uhr? 6 Uhr? Du kannst gegen 5:45 auf dem YouTube, auf dem TS-Server anschauen. Okay. Das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Wenn ich das nämlich nicht mache, vergesse ich es. Ich wette es. Wahrscheinlich wird es jetzt auch wieder im falschen. Ja, natürlich. Es wird wieder im falschen Fenster geöffnet. Wieso auch nicht? Du.
Wir brauchen einen Nickname. Garg, bist du unter Garg unterwegs? Nein, bist du nicht. Nö. Bin ich nicht. Bis jetzt zumindest noch nicht. Wie soll ich dich eintragen, Ichigo? Einfach als Ichigo, Ice Cream, Ichigo, nur Ice Cream, Dani. Wie hättest du es denn gerne? Igor, du musst mir gleich mal im Spiel sagen, ob ich den Namen richtig geschrieben habe. Sodele. Was bist du denn, Garg? Ein Konsort. Ich bin Bodyguard. Den Grund schreiben wir hier ganz kurz schnell den letzten Willen. Wir beschützen in der ersten Nacht, wir beschützen diese Person. So, haben wir das nämlich auch erledigt, dann passt das schon mal. Ich frag dich ja, Ichigo, was dir denn persönlich lieber ist. Nicht was ich für richtig halte. Ichigo, hast du keinen eigenen YouTube-Account? Würde ich den Namen nehmen. Is down. Wichtige Frage: Wieso sterben immer die Personen, die ich protecte? Irgendwas stimmt da nicht. Chester ist down. Rian, du schaust keine Animes oder wie war das noch? Nee. Ah gut. Danny, ich habe einen Namen aus Death Note genommen. Wenn du mal kurz schaust, habe ich den richtig geschrieben? Wieso stirbt Mi? Ich habe ihn beschützt. Hat er gelieft oder was? Er hat gelieft. Das erklärt einiges. Läuft wieder super. Fängt gut an. Gleich mal die Person lief, die ich beschütze. Zack, zack. Chicken ist down. Chicken Klit ist ja ein wenig entsetzt deswegen. Muss gucken, wie ich das hier wieder alles einteile. Diese ganzen Stunden. Wenn ich das dann im Laufe des heutigen Tages noch zurechtgebacken kriege, damit die Folgen pünktlich rausgehauen werden, das ist kompliziert. Nee, sie hat keinen eigenen YouTube-Kanal. Du hast dir nie einen gemacht, aufgrund der FSK 18 Geschichten oder 16, die es ja auch gab, musste man das damals nicht machen. Also ich meine, ich habe meinen seit, ich glaube, boah, 2007 oder so. Aber benutzt wird er für den Sinn eines Kanals, in Anführungszeichen, sprich mit Videos und so, aber auch erst seit Juli 2014. Ich habe mir übrigens ein sehr wichtiges Datum ausgesucht. Ich dachte mir, ich bin ja ein bescheidener Mensch. Ich jetzt selbst. Und wieso sollte ich den Start meines Kanals, also das erste Video, nicht einfach auf den Tag legen, der in Amerika als Independence Day bekannt ist? Ich dachte, das passt irgendwie. Ja, beides waren weltbewegende Momente. Und damit es halt nicht nur einen weiteren Feiertag gibt, ich als angehender Lehrer muss ja auch das einigermaßen runterdrücken, nicht dass es hier jedes Mal dauernd Feiertage gibt. Dachte ich, passt das. Kurzes Job. Nett. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, Kack. Weiß ich wohl. Aber ich bin gerade irgendwie von unserem. Hatte ich gesagt, was ich bin? Ja, Konsort. Von Ja, hast du unserem gesagt. Mafia-Chat ein wenig irritiert. Emergency, the Godfather is Beef. Schön, oder? Okay. Emergency scheint wohl irgendwie Invest gewesen zu sein. War Jailer, okay. Statt durch Mafia, also keine wichtigen Informationen erhalten. Das Oh, Übliche. dann nee, doch nicht.
Wollte gerade sagen, sind noch viele Leute on, aber irgendwie hat er ein bisschen gebraucht, um zu laden. Also bei mir werden eigentlich nur wir plus Nightbot plus Ichigo angezeigt. Ja. Wo ich gerade drauf gegangen bin, dann stand nämlich auf einmal noch Fräulein Psst damit drin. Ja gut, Fräulein Psst ist ja schon vor längerer Zeit gegangen. Genau, das hat mich ein wenig irritiert. So, Beef hat keine Lust mehr gehabt. The Godfather war der Doktor. Hier wird irgendwie, also nicht ganz passend mit Namen und so. Der Werwolf tötete The Godfather. Kein letzter Wille hinterlassen, Beef, das Medium hat keine Lust mehr. Was läuft hier in dieser Town verkehrt? Einiges, möchte man meinen. So, keiner sagt was. Drei Townies down. Fünf sollte es noch geben, nach Adam Riese. Na dann, hast du Glück gehabt. Okay. Ja, und wie soll ich dich jetzt dann unten reinschreiben in die Beschreibung? Mit welchem Namen? Ichigo Eiscreme, Ichigo Eiscreme. Dani. Schreib doch rein, Ichigo Ice Cream, aka Kizukias Schwester, aka Dani. Ja, ich will ja das machen, was ihr halt irgendwie am liebsten ist, weil manche möchten hier vielleicht halt gut aufgrund dessen, dass man ihren Namen ja quasi schon gesehen hat. Ist ihr vielleicht egal. Oder egal, ja. Auch wenn es das Wort, glaube ich, so in dem Sinne nicht gibt. So. Kann man den Sheriff Roll blocken? Ja, kannst du. Problem ist gerade, ich spiele eigentlich wenig konzentriert. Also, keine Chance. Ich achte hier nicht wirklich drauf, was geschrieben wurde. Oh, du hast was. Ich muss mal gucken. Was ist denn los? Okay, kriegst du. Wie heißt es so schön bei. Moment, wo war das? Ich glaube, in der Schillerstraße war das. Ich glaube, das sagt Oliver Pocher in der Folge Die Karaoke-Party zu Annette Frier, als sie ihre Britney Spears-Nummer bringen soll. Kriegst du, Schatz? Ichigo Ice Cream AK Ichigo Ice Cream AK Dani AK Krisukas Schwester oder erst Krisukas Schwester, dann AK Ich würde erst Sukias Schwester nehmen. Aus den Namen. Krisukias Schwester AK Dani. Kriegst du. Wird gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall speichern, nicht, dass ich das vergesse. Sonst ist die Reihenfolge wieder falsch und dann hier Barrikaden und alles geht gar nicht. Oh, der Ja, Sheriff war in der hast du zweiten jetzt Nacht davon? gejailed. Was hast du jetzt davon? Du hast keine eigene Meinung. Ich nehme jetzt den Tipp von Garg an. Es ist zwar ein Riesenfehler deinerseits, hier Garg zu vertrauen oder zuzustimmen, aber du hast es dir ausgesucht. Wenn ich jetzt noch den richtigen Ordner finde, kommt das hier auch rein. So. Yep. Speichern Sie dieses. Zack, zack, zack. Wird gemacht. Kommt auf jeden Fall dann unten in die Beschreibung rein. Wird auf jeden Fall gemacht für den letzten Part, weil es wird der letzte Part werden. Das steht fest. Oh, was kann, ach ja, was YouTube-Kanäle angeht, auf meinem habe ich jetzt erstmal aufgeräumt. Ich habe da noch ein paar alte Videos von mir gefunden gehabt. Oha, von dir. Das war nicht wirklich vorteilhaft, die musste ich erstmal löschen. Nee, ernsthaft? Es ist nichts los hier. Es ist nichts los hier.
schwierig. Mach noch mal der Disguiser. Ah, ich bin tot. Der Disguiser übernimmt die Identität einesjenigen, so wie es gerade bei mir passiert ist. Aber in meinem letzten Willen steht drinne, wie ich bin, wer Warst ich du bin. Jester? Ja. O oder Cool Guy oder Nee, Kopfhaft? Chester. Okay, und Chet Ubecha hieß ein Mafiosi. Wer ist ein Mafiosi? Chet Ubecha war Mafiosi. Jetzt ist es Chester. Aber ich gehe davon aus, dass noch alle drei Mafias leben. Korrekt? Ja, dann ist es sowieso egal. Ihr wählt den letzten hoch, der dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit Bodyguard sein wird. Naja. Okay, ich möchte das nicht kommentieren, Ichigo, weil das könnte irgendwie Einfluss auf die bisher meiner Meinung nach durchaus freundschaftliche Beziehung haben, die wir hier irgendwie aufgebaut haben in den letzten paar Streams. Oha, jetzt haben wir hier auch wieder Alisa 33 da. Willkommen zurück! Wir leben denn überhaupt noch insgesamt? Vier. Hier? Ja. Fünf. Natürlich stimmt das. Was erwartest du denn? Ich kann zählen. Irgendwie sehe ich aber nur drei lebend. Der vierte. Ah, blöder Death Note, geh weg. Also bei Da mir unten. lebt Foxy, Luck, Chicken Clit und Light Vegemite. Ah, der Werwolf lebt noch. Ja, aber ihr habt trotzdem gewonnen. Ja, der wird jetzt hochgewählt. Ja, natürlich. Vor allem, wir sind vier Mafias gewesen. Ihr seid Oh. aber nur noch zwei. Hä? Wir Nicht leben dann wahr? noch mit. Ja, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es lebt noch ein Tauni! Leute, ein Townie ist noch da, und zwar ist es Doktor, Bodyguard, Chef, ein Investigator oder Lookout oder sonstiges. Frame-Einbrüche des Todes, in welcher Form? Und du könntest echt dich mit der Person befreunden, die Garg, Gorondor und Alex sympathisch finden. Hundertprozentig. Scheiße, ist jetzt Lack oder Chicken Tit? Werwolf. Bei Also dem bei Werwolf. mir keine verworfenen Frames. Sollte laufen. Bei dem Werwolf sollten wir jetzt hochwählen. Den Tony können wir nachts killen. Ihr könnt auch den Werwolf nachts killen, weil er nicht mehr immun sein kann. Das stimmt. Und sei für euch ist es quasi egal. Wer ist denn der Mafiosi neben dir und wer bist du? Ich bin Light Yagami und unser Gottfaser ist Foxy. Foxy, ich habe ihn beschützt. Mit seinem Sherlock Holmes. Ich habe mich von seinem Verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Char irgendwie beeinflussen Kann lassen. den. Kann man Was? den Werwolf überhaupt rollblocken? Nein. Ah, ist ja auch keine Vollmondnacht. Das sowieso nicht, also es hätte für euch kein Problem. Char Trainer Boss meckert noch mal ganz kurz über die Tauben und lieft sie. Der Transporter. Echt? Macht ihr das bei mir auch? Das tut mir leid. Also bei mir macht das nicht. Also zumindest laut Anzeige in OBS. Ich kann Bei das nicht nachvollziehen, weil ich mir keinen scheint es Ton auch zu laufen. laufen. Ich habe halt keinen Ton am Laufen, weil sonst hättet ihr ein Echo. Und das möchte ich euch nicht irgendwie zumuten wollen. Ja gut, jetzt ist es sowieso egal. Ihr werdet den letzten hoch. Frage ist nur, war er Werwolf oder eben der Townie? Er war Werwolf, Werwolf. zack. Da wird der letzte Townie hochgewählt. Der Investigatore oder Sheriff oder Lookout oder Spy. So schnell geht das. Ende Gelände, mein Freund.
Ich will Foxy jetzt hoch. Mach das. Es ist richtig gut. Dann ist er nämlich doch Veteran und tötet dich noch. Ist ja egal. Ich kann ja noch wieder wechseln. Du bist ja schon ein Assi. Nur damit du als Townie dastehst. Yep. Lügen, lügen, dass sich die Balken bügen oder so ähnlich. Ja, der Werwolf meckert, dass er so nah dran war, das Spiel gewonnen zu haben, aber nah dran ist eben nicht genug. Die Mafia holt sie, vier Mafiosi. Wie du hier echt noch Town claimst. Oh mein Gott, du bist ja so böse. Ja. Er war sowieso investigativ. Alice, das liegt nicht an den Viewerzahlen, wie gut ein Stream läuft. Habe ich zumindest gemerkt. Nee. Das Ding ist aber auch, zumindest das, was ich gehört habe, bei anderen Streamern, wenn du eben Twitch-Partner bist, dann gibt dir auch Twitch quasi mehr Leitungen, in Anführungszeichen. Sprich, dann laufen die auch mehr oder besser. Und wir armen kleinen Menschen müssen eben darunter in Anführungszeichen leiden. Das ist das, was ich zumindest gehört habe. Inwiefern das alles stimmt, weiß ich nicht. Ich bin da gar nicht in der Materie drin. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Willkommen zurück, Baxter. Namen Baxter. Warst du plötzlich weg? Ich dachte schon, wir hätten dich verkraut. Es ging nicht. Du hast übrigens den schönen Pausebildschirm von Alisa oder Ichigo Ice Cream, aka Krisuka Schwester, aka Dani verpasst. Boah, ich habe schon wieder 225 Münzen. Ich bin wieder bei 1900. wieso soll ich denn eine kurze Pause machen wollen? Ich dachte eher an eine etwas längere Pause, die über mehrere Tage geht. Sprich, beenden des Ganzen. Ich bin leicht müde, es ist kurz vor 6. Ach, ich könnte noch eine halbe Stunde, Stunde weitermachen. Du kannst noch eine halbe Stunde, Stunde weitermachen? Gut. Dann weißt was? Jetzt läuft's richtig krass. Jetzt machen wir nämlich hier den Pausebildschirm an. Wenn ich da. Es ist so doof, ich sollte vielleicht auf den richtigen Bildschirm gucken. Weil ich habe dauernd auf den OBS-Stream quasi geguckt und jetzt war ich dauernd auf dem falschen Bildschirm. Das ist sehr lustig. Ich versuchte dauernd hier runter zu gehen, aber dann. Da war nichts, da war die Maus nicht da. Ich werde jetzt einfach Pause machen, damit du da eine kurze Pause hast, mein lieber Baxter. Und du siehst dann nochmal den Pausebildschirm von dem bereits erwähnten Alicia. Jetzt müsste ich das Ding aufmachen, um den richtigen Kanal zu nennen. Weiß ich leider nicht, tut mir leid. Und dann machen wir kurz Pause. So läuft das. Das hast du jetzt davon. Kurze Pause. Bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Pause ist um. Wir haben unsere Pause gehabt. Garg hat seine Einladung. Der nicht mal online seiende Ninja auch. Seid ihr noch fit? Vor ein paar Minuten wart ihr es noch. So, ich bin noch sehr fit. Du bist noch sehr fit. Aber dafür, dass ich so einen langen Tag hatte und alles, ja. Ja, im Kreisfahren ist anstrengend. Ey, das war nicht nur im Kreisfahren. Auch eine 8? Eine 8 habe ich selber nicht gefahren. Aber sitz mal jeweils eine Viertelstunde in so einem Ding drin. Ja, wie gesagt, ich bin es noch nicht gefahren, deswegen kann ich es dir nicht sagen. So, was haben wir hier? Sasquatch. I do real Sasquatch. Gab es ja heute, habe ich gelesen. Bilder, oh mein Gott, war das etwa eine Sasquatch, also eine Yeti-Familie, die da auf Nahrungssuche war? Man weiß es nicht. Marshall Erickson von Two and a Half Men würde sagen, natürlich war sie es.
Ichigo Topfit schreit erstmal ja. Das ist nicht normal hier. Vier Mafia, drei Random Neutral. Was ist hier los? Und random down. Ja, wird lustig. Ich höre im Hintergrund gerade die Kirchenglocke sechsmal läuten. Das heißt, es ist 6 Uhr morgens. Ja, bei TeamSpeak wirst du mir seit 5 Stunden, 17 Minuten, 52 Sekunden als online angezeigt. Nee, ich selber. Naja, Du ich seit bin seit 6 Stunden, 26 Minuten. korrekt. Und ich war davor ja schon online. Kann ja, wenn ich wollte, ganz kurz gucken, aber will ich nicht. Sodele. Warum spielst du nicht mit? Oder warum spielt ihr nicht mit? Ichigo und Alice, da drei und Baxter. Namen geben, mitspielen, los geht's hier. Wir brauchen wieder einen neuen Namen. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ist ein Riesenfehler, das weiß ich auch. Aber trotzdem müssen wir mal schauen, was wir hier nehmen. Ist halt so eine Sache immer. So, es ist Ruhe. Ich habe immer noch vergessen, wieder den Ingame-Sound anzumachen. Aber wir sind ja nicht schlimm. Weißt du Ja, was? ich bin schon wieder Framer. Ja, geschieht dir recht. Ich bin SK. Weißt du was? Wenn da kein Ingame-Sound ist, mach mir eigenen Sound. Ein eigener Sound heißt. Was heißt das? Jetzt musst du mitspielen. Gag. Was denn? Was heißt es, wenn ich sage eigener Sound? Kokain. Natürlich. Zack. Palantir. Wir fangen wieder an. Winter is coming. Sounds of Palantir von 2014. Könnte ich theoretisch mal machen. Nur jetzt ist ja das Problem, dass es dadurch offensichtlich wird. Ich vertraue dir übrigens, dass der Link stimmt, den du mir da gegeben hast. Nicht, dass ich jetzt dauernd den Link von irgendjemand anderem nehme hier. Das ist zu meinem Kanal, wo noch keine Videos sind. Ach so, na dann. Weil ich meine, früher stand bei dir, bei der Kanalbeschreibung einfach nur Kokains Namen. Wieso macht er das hier jetzt nicht? Verstehe ich gerade nicht. Weil ich nochmal auf Profil oder so geklickt habe. Ah, okay. Oder User. Irgendwas habe ich noch gemacht. Das ist nämlich bei der Arcade auch so oder bei mir. Dass du da eben so einen kryptischen Text hast. Wenn du aber nochmal auf irgendwas gehst, kriegst du den wirklichen Username raus. Und ich habe da dann eben den kurzen Namen lieber. So, the real Sasquatch ist tot. Was heißt das jetzt für die angeblich existierenden Sasquatches? Wir sind auf hoher See. A concierge is down. Ein Mafiosi für einen Townie, damit kann man leben. Habe ich guten Job gemacht, meine Freunde. Und was ist mit Silent Fragment? Wurde ebenfalls von einem SK getötet. Ich bin nicht alleine unterwegs. Hallo? Noch ein Concierge. Siehst du mal, die SKs haben drauf, die wissen, was Sache ist. Was warst du nochmal? Framer. Framer, du bist Mafiosi, du bist der Nächste. Hättest du wohl gern. Ich werde diese Durchaus. Runde ganz alleine gewinnen. Glaube ich dir nicht. Ganz alleine. Noch hast du einen Godfather, der ist dir überstellt. Ja, der wird 2 Runden vor Schluss wird der sterben. Dann werde ich die restlichen Leute nehmen. Was für mich nicht Nee, ein, schlecht eine Runde ist, vor Schluss. was für mich echt gut ist, ist, dass beide Concierge down sind. Jetzt muss noch Bodyguard, der Jailer down gehen.
Mal gucken, wer hier irgendjemanden beschuldigt. Vor inzwischen 6 Monaten und ich glaube einer Woche ist es der Fall. Ist das wirklich nicht zu einem Sonntag gestartet? Nein, bin ich nicht. Also vor über 6 Monaten, einer Woche. So, Baxter. Du hättest das gerne? Dann kriegst du das auch. Weißt du was? Wahrscheinlich ist das Problem, dass ich keinen töte, weil ich einfach hier gerade etwas zu sehr fehle, was den Namen hier, was den die Killnot angeht. Ich muss gerade ganz kurz hier jemanden aussuchen. So, jetzt habe ich leider das verpasst. Mein Target war immun. Wir gehen jetzt mal weiter. Die Journey beginnt. Das war vor 6 Monaten der Fall. Siehste, wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe Ahmed Mogul ausgesucht. Du hast den deutschen Text damit drauf gelassen. Natürlich. Ich habe dummerweise das Kill vergessen. Ich habe das Kill vergessen. Das ist jetzt einfach nur I'll you all? Ja, ich habe einfach geschrieben I'll you all, it's your time to die. Ich habe das Kill vergessen. Was aber, was ich sagen muss, krass ist, ich habe das erst abgeschickt, nachdem es vorbei war, die Zeit. Also, es klappt normalerweise nicht. Ja. Baxter, das hättest du früher sagen müssen. Ja, natürlich, Baxter. Du schreib auf den Zettel, auf deinen Killzettel, I kill you all, it's your time to die. Da musst du schon genauer sein. Tut mir leid. Oh je, ich habe eben noch ein Bild geschickt bekommen per WhatsApp. Kennt jemand von euch diese Band Elite Partners? Bringen doch jede Woche eine Single raus. Ich habe noch nie was von denen gehört. Oh. Ah nee, ich lese ständig, dass die Singles aufnehmen. Hab aber noch nie einen Song von denen gehört. Oh, von wem kommt das denn? Von wem kommt was? Von wem kommt denn das? Weißt du was, für mich als SK heißt es zu den Waffen. Ja, that escalated quickly, sagte Samuel Paris. Hier wird rumgewählt zwischen Mussolini und Jason Grace. Ich habe keine Ahnung, warum hier jemand gewählt wird, aber auf jeden Fall wird Mussolini jetzt hier ohne Kopf zum Schafott geführt. Aber die können doch nicht meinen Halloween-Mann umbringen. Ja, ich hab's schon verstanden, Baxter. Aber ich dachte, komm, jetzt sind wir ganz verrückt. Wir hauen mir noch einen mit raus. Wir machen das einfach mit. Ist mir schon bewusst, wie es von dir geplant war. Es wurde mit Absicht von mir sabotiert. He admits to be SK. Ja gut, könnte natürlich auch Samuel Chester sein, also. Naja. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, auch du, Garg, ist, wofür kämpfen wir eigentlich? What we fight for? Hier kommt. Ich weiß nicht, wofür ich kämpfe. Ich glaube, Fräulein hat recht. Jason war immun. Also he's Godfather, he is immun. Und er war SK. Da wurde mein Freund getötet. Oh. Nein. Nein. Wo ist meine Maus? Da ist die Maus. Ja, das war mit Absicht gemacht, Baxter. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe mir was erlaubt.
Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wer denn? Baxter. Ach so, ich dachte, du meinst mich. Ach, wieso du? Tot bin. Bist du tot? Ja. Aha, das heißt, du warst Leo Valdez, oder was? Nee. Oder Jack Black. Du warst Jack Black? Ja. Oh, da hab ich dich getötet. Das tut mir jetzt leid. Meine Zeit wird noch kommen. Sofern ich nicht von Alex einfach random gekillt werde. Jason soll Gottvater sein. So, hoffentlich wird es mir irgendwann besser gehen, und zwar in einer neuen Welt. Weißt du warum, Garg? Wahrscheinlich wegen dem nächsten Lied. Super, wie es einfach läuft hier zwischen uns beiden. Ruhig, bist du eingeschlafen? Nee, ich musste gerade meine Ausrede zusammenfassen. Ah, okay. Vielen Dank, Baxter. Aber ich habe trotzdem verloren. Es sind einfach zu viele Townies da. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Was warst du nochmal? Ich bin SK. Ja. Hey, warum sehe ich denn hier nirgendwo auf seiner Seite die Musik? Es ist eine Playlist. Irgendwas mit Zwergen, also Dwarfs. Warum sehe ich auf Cocaines Seite nirgendwo die Musik? Ich sag ja, es ist nur eine kurze Playlist mit zwei Videos. Zwei kurze Videos. Aber auch mehr seine alte Musik? Nee, seine alte habe ich nicht gefunden. Also ich habe vorhin kurz reingeschaut und habe es halt auch gesucht. Weil es halt einfach ist, jetzt dauernd hier wieder klicken zu müssen. Aber es ging nicht. Mountain of the Dwarfs. Aha, Yori war immune. Das ist interessant. Aber Annabeth Chase ist down. Och, ich habe ja schon komplett verloren. Ich kann gar nicht mehr um unsere Truppen gar nicht mehr gewinnen. Ja, Mafia ist down, das ist richtig. So. Das Medium ist down? Hat der Jailer sie getötet oder was? Aha. Krass, da ist noch ein dritter SK. Was ist hier los? Da ist noch ein dritter SK. Es läuft. Jovi.
Komm schon jetzt. Joey, spiel mit. Ich hab dich attackiert. Aber du bist immun, weil du bist Mafiosi. Ob das deutlich genug ist mit Dog? Meine Fresse, was ist denn hier los? Yes! Wie du auch immer versuchst zu gewinnen, kannst du nicht einfach mal versuchen zu verlieren? Versuchen zu verlieren, weißt du was? Weißt du, wann ich das mache? Wenn Explorer kommt. Und Explorer kommt jetzt. Ja, das war ganz flach, ich weiß, aber fiel nichts Besseres ein. Das war zu spontan. Ich bin hier gerade unter Druck. Hallo? Du bist unter Druck. Ja. Student, der unter Druck ist. Gibt's nicht. Das wäre ja dasselbe, als wenn die Merkel wow. bei den Topmodels mitmachen würde. Tja, du musst es alleine machen, Joey. Komm, Joey, hau raus, Junge, hau raus! Chat, nicht einschlafen. Ich weiß, es ist schon wieder 5:45, aber... Aufwachen, Jungens! Zeit zum Frühstücken! Oh, ich weiß, das kommt jetzt nochmal, aber so ganz nebenbei... Beauty of Avalon. Bist du Jovi? Ich war Creon. Ach, du hast dich unter eigenen Namen gespielt? Nee, Creon, nicht Krian. Ach so. Creon ist Teil von Oedipus. Ja. Ich habe halt hinter mir die ganze Reihe von Reckler-Büchern, die ich gelesen habe im Studium bisher. Percy Down, jetzt wählen sie den Jovi Yahoo hoch, weil er immun war. Weil ich ihn beschützt habe. Brauche auf jeden Fall den nächsten Namen. Was machen wir hier? Wir nehmen uns das nächste Buch raus. Was ist das denn für ein Buch? Kein passendes. Es ist die Einführung in die germanistische Linguistik. Da finden wir auf gar keinen Fall irgendwelche Namen. So ganz nebenbei gesagt. Entschuldigt gerade diese Hintergrundgeräusche, aber ich muss das Buch wieder zurück in das Regal schaffen. Ist aber schwierig, weil hier lauter Reklambücher sind. Ich mache es so wie die meisten Personen, einfach Bücher ausstellen, die nie gelesen wurden. Oh, das war jetzt schlecht, Joey. Mal gucken, ob es klappt. Wichtig ist eins, wir brauchen mehr Frieden in der Stadt. Und wann ist Frieden vor allem da? An Weihnachten. Merry Christmas, meine Freunde. Du bist ja sowas von up to date. Warum? Wir haben doch heute erst den irgendwas in irgendeinem Jahr. 11.01. Das glaube ich nicht. Das aber auch nur, weil ich es gesagt habe, ne? Das musst du mir erstmal beweisen. Dass das stimmt hier. Ich habe schon den Namen für die nächste Runde. Ja, Chat, ich habe euch vor 7 Minuten angesprochen. Ihr labert nicht mit mir. Was ist da los? Sehr gut, SK gewinnt. Töte sie, Sir. Joby Yahoo, töte sie. Ein nach dem anderen. Schlitze sie mit deinem Messer auf. Und jetzt ist das ein Veteran. Nein, er ist Ding. Das Medium. Was ist los? Hallo? Ice Cream. Magda, ihr müsst euch mit uns unterhalten. Ja, unterhalte uns. Es ist eure Aufgabe, uns zu unterhalten. Genau.
Auf YouTube erscheint auch nicht das Spiel, sondern der Chat. Ja, nur der Chat. Ja, klar. Also, hallo. Oh nein! Sieg für SK! Halleluja! Minecraft. Ja, Kati, so läuft das halt. Ihr seid voll konzentriert, Dani. Dann sag mir mal, warum. Ich weiß warum, weil ihr gerade in Forest of the Elves festhängt. Ihr findet den Weg raus. Also ich muss sagen, ist schon, also auf einem gewissen, in einem gewissen Maße schon sehr schlechte Überleitungen, die aber wiederum sehr gut sind. Ja, du schaffst es einfach immer wieder, Ja, irgendwie schon. Fräulein deine Psst wäre. Kreativitätslosigkeit zu beweisen. Ja, Fräulein Psst wäre sehr stolz auf mich. Finde ich auch. Oh ja. Okay, ich bin schon wieder fast unterhalten. Ich auch, ich bin hellwach. Wo denn? Definitiv. Wo denn, Ichigo? Wo denn? Ich weiß es, ich weiß es. Ja, jetzt, ich bitte dich, ein gewisses Maß an Niveau muss erhalten bleiben. Ich sag, verrat's ja nicht. Na toll. Komm, jetzt töte die Person, wir haben gewonnen. Ja, das dauert halt noch mindestens 60 Sekunden. Das ist falsch, weil ich glaube, die Nacht sind nur 30, sprich, ja gut, ein bisschen näher, okay, ist okay. Du hast Ja, recht mit wo 60. ich's gesagt habe, stand oben bei Ja, ich Voting noch weiß. 10 Sekunden, Ist okay. 20. Ist ja Baxter. okay. Sei recht. Wir können uns damit brüsten, wie toll wir das bisher machen. Wir sind ja bescheiden, also ich bin ja ein sehr bescheidener Mensch. Ein ehrlicher, bescheidener Mensch. Früher dachte ich, ich wäre toll, nun weiß ich es. So läuft's nämlich. Früher war ich eingebildet, heute brauche ich keinen Spiegel mehr. Ich weiß, dass ich schön bin. Ja, genau. Das ist nicht nett, Ice Cream. Aus dem Grund geht los auf den Marketplace und sucht euch ein wenig Anstand. Auf dem Marketplace, da steht auch immer der Pranger, da kommen die dran. So, hier ein bisschen im Chat schreiben, wenn er es denn gemacht hätte. Oh Wusstest je. du eigentlich, dass es im Mittelalter auf dem Pranger sogar extra ein, auf dem Mittelalter auf dem Markt extra einen Pranger gab für Frauen mit großen Oberweiten? Nee, das wusste ich nicht. Da wurden dann die Arme drin festgeklemmt und die Oberweite. Okay. Kian, Das kriegt ihr ein nicht bisschen mit. Niveau. Ja, hallo, guck auf die Uhr. Niveau ist schon lang weg. Sieg. Guten Tag, hier spricht der Kapitän. Es sinkt die Niveau. Oder Richtig. das Niveau. Problem ist, du scheinst diesmal sehr leise zu sein. Nichts hier, weil ist so. Hier, du hast angesprochen. Beweise. Stimmt. Ja, siehste, Gar gibt mir recht. So, Einladung ist raus. Einladung. Ausnahmsweise. Ja, nicht immer, aber immerhin etwas. Soll ich echt über Garks Namen, über Facebook stalken, bis ich euch gefunden habe? Ichigo und Willst du sogar Annelies? hinkriegen? Ja, eben, deswegen, ich frage. Ich wollte es hier auf direkten Wege klären, aber nein, ich kann die Person, die von vielen gemocht wird, dazu auftragen, euch zu stalken. Ichigo, ja, wärst du. Das sind in interessante Informationen. Gark, du hast eine E-Mail, eine Einladung. Hab ich nicht. Ich habe dir eine geschickt, bei mir steht Pending. Es pendet vor sich hin, du kriegst noch eine. Zack, zack. Jetzt habe ich. War wohl noch ein bisschen zu lange im Spiel. Hast das Spiel zu schnell verlassen. Ja, tut mir leid. Auf geht's, los geht's, start geht's. Frank Sinatra ist dabei. Ja, Baxter, das ist meine Frage. Und ich sehe schon, wie im Hintergrund die Leute einfach nur meckern. Worüber sprechen die gerade in diesem Chat? Ihr werdet es nicht erfahren. Haha, so sieht's aus. Genau, weil wir haben ja auch noch Anstand. Ja,
Ich weiß zwar nicht, wo meiner ist, aber er ist vorhanden. Meiner ist gerade mit dem Hund draußen Gassi gehen. Weißt du, was schlimmer ist? Ich glaube, wir lassen gerade zum zweiten Mal in Folge dasselbe Lied laufen, weil ich einfach nicht aufpasse. Okay, ich habe auch schon meinen Rollennamen. Aber wir lassen trotzdem im Marketplace laufen, danach kommt Return to Avalon. Ah, das stimmt ja. Das habe ich sogar noch. Da bin ich drauf verlinkt, glaube ich. Wie kann ich das ausdrücken, ohne dass es irgendwie für YouTube nicht möglich ist, hochgeladen zu werden? Wie kannst du was? Mach ich. Ichigo. Werde ich machen. Ich bin wieder topfit. So sieht's aus. Soll ich dir das Bild eben schicken? Das kannst du noch einfacher machen, dann sparst du mir viel Arbeit. Ja, so läuft es nämlich hier im Chat ab. Ihr kriegt das normalerweise nicht mit, weil ich den Chat nicht einblende. Wenn ich das machen würde, ihr würdet roter anlaufen als irgendwelche Biotomaten oder genmanipulierten Tomaten, aber ihr würdet rot anlaufen. Und vor allem, YouTube wird das Video automatisch auf FSK 18 stellen. Ja, das sowieso. So, der nächste Titel ist, wie schon erwähnt, Return to Avalon. Er fängt jeden Moment an, diesmal verpasse ich es nämlich nicht. Und Garg, ich warte auf E-Mails. Ansonsten muss ich jetzt hier wirklich selbst aktiv werden. Was ist da los? Was bist du übrigens? So ganz nebenbei. Einen Moment, ich bin Escort. Ich bin Godfather. Problem ist, dass ich dich aufgrund deines Nachnamens wahrscheinlich nicht finden würde. Oh, doch, obwohl. Ja, ist ja. Problem ist, ich glaube, ich muss auf Ichigos Seite gehen, damit ich das Bild finde. So, hier wird jetzt ganz viel gestalkt. Ich schicke meine Leute noch los. Keine Sorge. Ich muss nur warten, bis sie wieder wach sind. Es ist ja 6:30, da ist man noch am Schlafen. Nur fragen. Was passiert hier? Ich bin Teil der Mafia. Okay. Tja, Baxter, du bist hier quasi in Anführungszeichen der lachende Dritte, nur dass du weinen musst. Genau. Ist aber quasi das Gleiche. Also nur halt irgendwie von den Gefühlen her so gegenteilig. So, John Proctor ist tot durch den SK. Wir müssen mal wieder ein bisschen hier das Geschehen Richtung Spiel lenken. Er hat Markiplier in der ersten Nacht irgendwie bearbeitet. Ich weiß nicht, in welcher Form er hier unterwegs war. Er hat sie oder ihn eskortiert. Wir wissen nicht, ob es ein männlicher oder weiblicher Char ist. Ich weiß nicht. Hey, wir haben zwei Escorts. Das heißt, a random town ist vergeben. Das heißt, ich habe dir schon wieder geholfen. Verdammt. Die andere Sache ist, Creepy Old Lady war Jailer. Ist quasi Claire Zaranassian, um hier wieder ein gewisses Maß an Bildung, Niveau etc. reinzubringen. Oh, ja, Kathi, ich habe auch noch von dir ein schönes Bild gefunden. Nachdem wir übrigens nach Avalon zurückgekommen sind, ist es wichtig, dass wir überleben. Survive. Warte, survive. Ein schönes Bild von Kathi auf dem Japan-Tag 2014. Ist ja relativ aktuell. Ja. No random lynches, sagt Manfred von Karma.
Oh, das ist ein tolles Bild von Danny. Ich warte nur drauf, bis du es schickst. Am Ja, ich such's. lustigsten wird es halt einfach, wenn sich halt irgendwann rausstellt, dass wir uns irgendwie doch in Real Life kennen. Das sind somit die lustigsten Geschichten überhaupt. Ich weiß aber aufgrund des Namens von dir, dass ich dich nicht kenne. Kleiner Tipp, Baxter, wenn du einen Eimer hast, dann ist es nicht ganz so schlimm für die Wohnung. Die Tränen werden aufgefangen. Jagdkarte. Bei Danny auf der Seite ist ein Bild von dir vom Japan-Tag. So, wir attackieren diese Person. Okay, kriegst du. Oh je. Oh je. Schneller. So, noch ganz gechillt auf Abschicken gesehen. Ist gemacht worden, Baxter. Dein Wille geschehe. Oh, jetzt wird hier noch gegenseitig gelobt und alles. Da will man irgendwelche Antworten kriegen. Da möchte man selbst gelobt werden. So läuft das hier. Es wird gefährlich. Wir sind in einer Danny, Sackgasse ach, geraten. Kati, ich schick Trian mal das tolle Bild vom Japan-Tag, wo du diese hübsche, ich glaube, pinkblaue Perücke aufhast. Jetzt ist die Frage, hat sie schon bevor du überhaupt was gesagt hast, geantwortet mit ihrem Neun? Sie hat das davor geantwortet, ja. Ja, war das jetzt schon in weiser Voraussicht oder worauf hat sich das bezogen? Man weiß es Wahrscheinlich. nicht. Sie hat es gespürt, das war weibliche Intuition. Übrigens, Satan, Randy Bingo, der Mafioso ist tot, sowie der Mayor. Und Markiplier ist down. Ich glaube, er hat gelieft. Korrekt. Er hat gelieft. Nämlich so sieht's aus. Nachdem wir überlebt haben, geht's zuerst mal wohin, Dark? Nach Palandria wieder? Nee, nach Avalon. Und zwar ab in die Taverne. Ah, okay. So, SK hat gelieft. Es gibt noch Werwolf und Arsonist. So, und ihr wisstet, wo sieht man. Wo hört man die Musik? Bei Cocaine. Schaut vorbei. Ich muss mir gleich erst das Profilbild angucken, Kati, dann kann ich entscheiden. Nur um festzuhalten, ich bin über 18. Kein Problem, Kati. So, I want to host hat hier die richtige Ahnung gehabt. Pass auf, er meinte nämlich: So looks like we got a math in the SK down. Unglaublich. Daumen hoch. Auf jeden Fall. So, das Problem ist hier, ich muss immer wieder die Maus finden. Bei zwei Bildschirmen. Ich bin überfordert, ich bin es nicht gewohnt. Ich gebe es gerne zu. Obwohl ich auch bei Aufnahmen inzwischen immer zwei Bildschirme habe, um einen Überblick über die Zeit zu halten. Trotzdem verkacke ich es meistens. Keiner wird gewählt. Wir müssen den Arsonist finden. Danny, ich finde dieses tolle Bild von dir aber nicht mehr. Ach, Kati, das Bild, dein Profilbild ist zu brav. Das geht nicht. Ich sagte nicht, dass ich 18 bin, ich sagte, ich bin über 18. Tau und Elvis sind tot. Elvis gerade vor kurzem 80 geworden, oder wäre 80 geworden. Kamen zuletzt wieder ganz viele Dokumentationen über Elvis.
So, jetzt hört ihr es nochmal, aber nur ganz kurz, weil jetzt kommt der Dance of War. War. Elvis war Escort. Ja, war ich. Was warst du? Elvis? Ach so, siehst du mal, der Janitor hat geliebt. Sei lieb. Das war an dich gerichtet, Garg. Ich bin immer lieb, von daher brauche ich sowas nicht gesagt bekommen. Wer sagte das? Alisa. Ich bin 26. Alisa. Oder Jungspund. Ja, im Gegensatz zu dir ist jeder jung. Du mit deinen 28. So, gewählt wird dreimal Fluffy Unicorn und einmal den BJ for Life. Viermal Fluffy. Gibt es den fünften Vote? Man weiß es nicht. Fahrt hat zurückgezogen. Wird wohl jetzt umwandeln. Nein, ist es der Artyom, der hier auf Fluffy geht. Und der sagt hier, vote me off this show. So, nach dem Kriegestanz alle außer Eric und I want to host. Glauben der Ding und fahrt auch nicht. Fluffy Unicorn wird gewählt. Und nun Rise of Palantria. Hast du eigentlich die Playlist gefunden mit den zwei Videos des Mit neuen den zwei Albums? Videos, ja. Ja, das ist die einzige, soweit ich gesehen habe. Ja, ich habe auch keine andere mehr gefunden. Sodle. Jetzt bin ich alleine. Es gibt noch einen Arsonist und noch einen Werwolf. Ich bin relativ bescheiden dastehend, würde ich sagen. Es gab keinen Kommentar mehr von Kati, nachdem mein wahres Alter rauskam. Die ist Hast sofort sie abgehauen, abgeschreckt? wahrscheinlich. Und ich bin durch den Werwolf gestorben. Das ist sehr ärgerlich. Hast du mir aber gerade was in TS geschickt? Ja. Dann müssen wir mal schauen, was das war. Ach so, ja, weiß ich. Minecraft Bed Wars. Okay. I'm a pink fluffy unicorn dancing on rainbows. So, es leben noch Arsonist und Werwolf. Sowie der Sheriff, der aber keinen von beiden finden kann, außer es ist Vollmond. Und das Medium. Sehe ich das richtig?
Hört sich so auf den ersten Blick logisch an. Ich weiß es gerade nicht. Aber es sind nur drei Lebende da. Also ich war ein bisschen zu schnell. Die Annie-Rolle war Chester, beziehungsweise es war der Executioner. So, das war's vorerst mit Musik. Wir gehen wieder zurück in den Ingame-Sound, beziehungsweise die Musik, die hier läuft. So, the sheriff is down. Also lebt noch theoretisch. Das Medium sowie Arsonist und Werwolf. Super Sache. Bist du selbst am Spielen oder schaust du irgendwie jemanden zu? Kati, das ist jetzt die Frage, die hier wichtig ist. Let the town triumph. Viel Glück dabei. Es wird schwierig. Kann man sagen. Es wird schwierig. Wieder mal entscheidet der Townie, wer gewinnt, weil ich weiß nicht, ob der Werwolf schon gedaust wurde. Und es ist kein Vollmond. Dark, bist du noch da? Dark, hallo? Ja, ich bin noch da. Ah, da ist er wieder. Dann viel Spaß dabei, Kati, beim Spielen und parallel zuschauen. Nachher wird ein Test geschrieben. Du weißt das über diesen Stream. Also aufpassen, Notizen machen, Fragen stellen. Genau. Glaubt, wer ist das letzte Mal durchgefallen? War das nicht Genshiro? Ja, danach musste er gehen. Also wir sind ja knallhart. Ja. What the fuck? Was denn? Ach, ich hab dir glaube ich schon mal erzählt, dass ich ja One Piece gucke. Das war gestern im Stream. Ja. Ich schaue mir immer auf German Sub die Folgen an. Und normalerweise sind da die neuesten Folgen Sonntag so zwischen 8 und 13 Uhr online. Wir haben es jetzt 6.43 Uhr und die Folge ist online. Tja, die waren aktiv. Die waren heute mal schnell. Nur leider ist von einem meiner Lieblingsanimes dritte Staffel noch nicht in Deutsch. Nur in Englisch und da habe ich keine Lust drauf. Oh ja, ein Test. Ja, aber der Chat allein sagt ja nicht alles, Ichigo. Das ist das Problem, man muss zuhören. Krian ist da ganz böse, der nimmt meistens Sachen, die er erwähnt hat. Ja, sowieso. Hallo, ich muss und üben für später. Und die stehen nicht im Chat. Zum Beispiel, welche Rolle hatte ich in der vierten Partie? Es kann aber auch sein, dass Krian einfach eine einfache Frage stellt und fragt, was hält mich momentan wach? So leicht ist die Frage nicht. Doch, weil dann wird Ichigo einfach wieder mit ja, ihrem klar bestimmten Wort da antworten. Du müsstest vielleicht dem lieben Baxter mal schreiben auf diese Frage. Wer denn? Du, Gark. Ich glaube, das ist einfacher zu verstehen dann. Wo ich was anguck? Ja, deine Folgen. Ach, die von YouTube. Von der One Piece. Ja. Gucke ich auf One Piece Tube.
So, wer gewinnt? Aso oder Ding, alles klar, Aso hat gewonnen. So. Warum spielst du eigentlich noch nicht mit, Ichigo? Und Kati, warum spielt ihr nicht mit? Was ist da los? Daxter, du wolltest auch schon lange mitspielen. Du hast Internet.